Hallo, ich bin immer noch auf dem Spaziergang mit meinen Zweien hier. Jetzt möchte ich das Thema ansprechen, sollten Hunde alleine gelassen werden? Ich gebe zu, das ist ein sehr strittiges Thema, ein sehr impulsives Thema für den einen oder anderen. Wenn wir das diskutieren, wünsche ich im Voraus schon, dass es sehr respektvoll abgeht, weil ich schon mal denke, dass das, was ich jetzt sage, dem einen oder anderen noch nicht so ganz so passen wird. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass ihr euch sehr gerne mal von der anderen Seite inspirieren lasst und einfach mal darüber nachdenkt. Im Vorfeld, ich verurteile keinen, der einen einzelnen Hund hat, seine Hunde auch über Tags allein lässt. Es ist meine persönliche Meinung und versuche dies auch für mich so umzusetzen. Und nun die Geschichte, die ich gern erzähle, was das Ganze ein bisschen veranschaulichen soll. Stellt euch mal vor, Pferde könnten Menschen adoptieren oder halten. Das ist schon eine coole Sache. Ihr seid in so Pferdeherde drin, mitten auf einer Prärie und könnt immer mal ein bisschen mitreiten und ihr seid voll in so dieser Herde integriert und eigentlich eine tolle Sache, Abenteuer, Action pur. Wenn man die ganze Sache ein bisschen genauer betrachtet, ihr habt keinen, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Keinen, mit dem ihr anderweitig interagieren könnt, spielen könnt auf einer gleichen Ebene. Ihr habt keinen, mit dem ihr mal kuscheln könnt. Gut, die Pferde schon, aber dennoch ist es einfach was anderes als wie mit Gleichgesinnten. Die Pferde, die fressen was ganz anderes. Pferde sind jetzt eher Pflanzenfresser. Wir sind Allesfresser. Also schon da ist Missverständnis und Unverständnis da, weil die Pferde sich das gar nicht denken oder vorstellen können, wie man Fleisch essen kann. Das geht ja gar nicht. Also selbst auf der Ernährungsebene spricht man nicht dieselbe Sprache. Und die ganze Zeit sind wir so zusammen und einmal, manchmal auch mehrmals am Tag, meinen auf einmal die Pferde, ey, wir gehen jetzt mal zusammen einen Ausflug machen. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir brauchen den Menschen nicht. Und auf einmal sind die weg. Ihr steht auf einmal mutterseelenallein auf dieser Prärie. Ihr versteht die Welt nicht mehr, weil warum sind die auf einmal weg? Was habe ich verkehrt gemacht? Immer wieder hauen die ab. Hoffentlich kommen die bald wieder. Also diese Angst. Ich bin völlig allein. Hab keinen um mich drumherum. Und war ein Glück, nach Stunden da hinten kommen sie schon wieder, ich höre es schon. Ich bin jetzt doch nicht mehr allein und hoffentlich hauen die nicht wieder ab. Und so fühlt sich dann ein Hund jeden Tag aufs Neue. Und wenn man die ganze Sache nochmal überspitzt betrachtet, ihr kommt dann nach Hause, der Hund freut sich, weil er es endlich erleichtert, oder er ist erleichtert. Endlich ist wieder jemand da, ich bin nicht mehr allein, weil er ist ja völlig hilflos. Er kann sich ja nicht mal selber irgendwie ernähren, helfen etc. Der freut sich über alle Maße und dafür kriegt er auch noch einen drauf. Zack. Entweder sind wir genervt, weil die Arbeit war sehr, sehr anstrengend. Jetzt kommt auch noch der Hund, springt mich an, freut sich, macht laut. Das nervt noch mehr. Ich will eigentlich meine Ruhe haben. Und ich weiß nicht, ob das so eine tolle Sache ist. Einfach mal bloß zum Nachdenken, ohne urteilen oder verurteilen. Aber so in die Richtung muss ich schon ein Hund, denke ich mir mal, fühlen. Denkt mal drüber nach und mich würde einfach mal eure Meinung interessieren, wie ihr das so denkt. Vielleicht denke ich es auch völlig verkehrt. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich schon auf eure Reaktion und ich bitte euch wirklich, dass es respektvoll bleibt.
und dass wir auf einem tollen Level miteinander kommunizieren können. Für eure Projekte wünsche ich euch alles Gute. Bleibt dran, was ihr gerade so macht. Und viel Spaß dabei. Bis bald. Tschüss.